es ist 19 Uhr nach meiner Uhr. Dann lasst uns jetzt auch loslegen gleich. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr da seid, live dabei seid. Und auch schön, wenn ihr euch die Aufzeichnung angucken solltet, weil alle Videos offenen Trainerstunden bleiben ja online bei hier auf meiner Seite im Videoarchiv. Und manche Dinge landen dann auch auf YouTube. Da gibt es einen YouTube-Kanal und da könnt ihr mal nachschauen. Da sind auch andere Themen zum Thema nüchtern Laufen am Morgen oder der lange Lauf sind dort ja auch schon hochgeladen und verschlagwortet. Also einiges da. Hey, der Sven ist auch dabei. Schön für deine Rückmeldung. Vielen Dank, der schnelle Sven. Mal gucken, ob ich dir auch noch was beibringen kann. Ja, Puls und Herzfrequenz. Ja, ist wirklich ein Herzensthema von mir, weil ich der festen Überzeugung bin, dass manche Erfolge, die ich als Trainer hatte in den letzten beinahe 17 Jahren oder schon 17 Jahre, einfach damit zusammenhängen, dass ich vor 12 Jahren mich konsequent entschieden habe, die Herzfrequenz als den Maßstab anzunehmen, den ich für die Trainingsempfehlungen hernehme. Also es gab eine Zeit lang, wo ich gedacht habe, ja, Herzfrequenz, ja, was doch entscheidet, ist doch die Pace, die Geschwindigkeit und man kann doch alles hochrechnen von der Zehnerzeit, von der Halbmarathonzeit dann auch auf sein Lauftempo. Ja, das stimmt, ja, deswegen kriegen Kunden von mir auch immer beide Werte, die Herzfrequenzwerte wie auch die Geschwindigkeitswerte. Aber ich habe gelernt, dass bei gutem Training sich die Geschwindigkeitswerte, die Empfehlungen verändern. Das heißt, von Monat zu Monat, nein, idealer, das ist ein bisschen forsch, aber von Vierteljahr zu Vierteljahr, je nachdem wie groß die Sprünge sind, müssen diese Empfehlungen, wie schnell laufe ich mein Dauerlauftempo, immer wieder korrigiert werden, weil wenn man gut trainiert, dann verändert sich die Geschwindigkeit. Ja? Was heute ein 6er Pace ist, kann heute richtig sein und in einem Vierteljahr vielleicht schon zu langsam oder wenn das Training nicht funktioniert, auch zu schnell. Die Herzfrequenz jedenfalls, die Trainingsempfehlung nach Herzfrequenz, so wie es die Laufcampus-Methode vorsieht, so wie es ganz viele Trainer im deutschsprachigen Raum inzwischen verbreiten, was kaum einer weiß oder viele noch nicht wissen, es gibt ja fast 400 Laufcampus-Trainer, also Leute, die schon mal bei mir gelernt haben, wie mache ich Leistungsdiagnostiken oder wie schreibe ich Trainingspläne oder wie mache ich einen LC1000, einen Maximalpulstest und werte den aus. Da gibt es ja inzwischen ganz viele und die propagieren auch die Laufcampus-Methode. Deswegen gibt es fast keine Ecke mehr, wo das nicht praktiziert wird. Und die haben riesengroße Erfolge eben durch die Trainingsempfehlung nach Herzfrequenz. Was ich euch gerne mal sagen würde, achso, ich hatte den Faden verloren. Die Herzfrequenz, wenn die mal richtig gut die Trainingsempfehlungen ausgesprochen werden, dann bleibt diese Herzfrequenz auch länger für ein Jahr oder zwei. Die Trainingsbereiche bleiben konstant. Was sich aber verändert, ist die Leistungsfähigkeit innerhalb dieser Herzfrequenz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, langsamer Dauerlauf ist 130 bis 140 bei irgendjemandem, dann ist das zwar eine Momentaufnahme, aber diese gilt in der Regel etwas länger. Was sich verändert, ist die Leistungsfähigkeit. Also heute kann ich vielleicht einen 6er Schnitt laufen, in einem Vierteljahr vielleicht einen 5,45er Schnitt oder in einem halben Jahr einen 5,30er Schnitt. Das heißt, die Herzfrequenz, wenn sie denn funktioniert, setzt einen bestimmten Reiz aus oder drückt einen gewissen Reiz aus und was sich verbessert, ist die Leistungsfähigkeit innerhalb einer Herzfrequenz. Ganz besonders ist auch noch einfach der Gedanke, viele lieben ja, ich liebe auch meine Geschwindigkeitsanzeigen und meine Pace, viele lieben es ja danach zu trainieren, aber wenn in einem Trainingsplan steht, laufe einen 6er Schnitt, laufe einen 5er Schnitt, laufe einen 5,30er Schnitt, dann kann das stimmen oder es kann nicht stimmen. Stimmen bei optimalen Bedingungen, aber nicht stimmen, wenn man Rückenwind hat, dann ist es möglicherweise zu langsam. Wenn man
Gegenwind hat, dann ist es möglicherweise zu schnell. Oder wenn man nicht so gut drauf ist, weil man gerade angeschlagen ist, weil man Stress hat. Ja? Also angenommen, es sind ein paar von euch, die junge Eltern sind und über Nacht hat das Kind geschrien und ihr konntet gar nicht gut schlafen und musstet immer aufstehen. Und dann kann es, und ihr wollt trotzdem einen Morgenlauf machen, so wie ich heute Morgen, habt ihr vielleicht gesehen, dann kann es sein, dass die Geschwindigkeit, die ihr laufen wollt, eigentlich eine zu große Anstrengung ist. Das heißt, wenn ihr euch dann nach Herzfrequenz orientieren würdet, dann würde die Herzfrequenz sagen, hör mal, diesen Bereich, den dein Laufcampus-Trainer dir vorgegeben hat oder den ihr euch ausgerechnet habt mit Hilfe der Internetseite Laufcampus, den erreichst du heute schon in einem viel langsameren Tempo. Damit verbunden, warum schlägt das Herz eigentlich schneller? Ja, warum schlägt das Herz eigentlich zwischendurch schneller? Was geschieht da? Nun, wir haben Nervensysteme, das vegetative Nervensystem und das willkürliche. Das willkürliche Nervensystem heißt, ich zeige jetzt auf die Kamera. Das heißt, mein Finger, meine Hand funktioniert. Und dann gibt es ein unwillkürliches, auch vegetatives Nervensystem, das regelt alle Funktionen, die lebenswichtig sind. Zum Beispiel den Herzschlag, zum Beispiel auch die Atmung. Dieses vegetative Nervensystem regelt vor allen Dingen ja, Funktionen, in die wir gar nicht eingreifen sollten. So zum Beispiel bei Bewegung signalisiert das vegetative Nervensystem durch Impulse, die es auf der Muskulatur bekommt, hey, ich brauche mehr Sauerstoff, oder ich brauche mehr Energie. Und dieses vegetative Nervensystem gibt diese Impulse an das Herz weiter und dieses Herz schlägt dann entsprechend häufiger, um den Körper, die Organe, die gerade mehr Sauerstoff, mehr Energie brauchen, um tatsächlich mit Energie zu versorgen. Nervensystem übermittelt die Impulse von den anderen Organen und entsprechend oft schlägt das Herz. Wenn man jetzt auch noch weiß, und es ist eine meiner Lieblingssätze, weil ich es gerne auf den Punkt bringe durch diesen Satz, dass die Kunst des Trainings für uns Ausdauersportler ist, den Energiestoffwechsel zu schulen, dann wisst ihr, wie wichtig die Herzfrequenz eigentlich als Indikator ist. Nochmal, ich wiege 67 Kilo. Das ist nicht sonderlich viel, aber ich bin für mein Alter, für meinen Trainingsaufwand her ein ganz ordentlicher Läufer, kann die 10 Kilometer ja, so unter 40 Minuten laufen. Warum? Liegt das an meinen Muskeln? Nein, sicherlich nicht. Es liegt eher daran, dass ich über die Jahre, über die einen relativ gut trainierten Energiestoffwechsel habe. Das heißt, ich bekomme Bewegungsenergie und zwar ausreichend, um eben diese Leistung zu bringen, auf 10 Kilometer, auf Halbmarathon oder auf Marathon. Und mein Ziel ist es, meinen Energiestoffwechsel noch weiter zu schulen, noch besser zu machen, damit ich möglicherweise im Herbst noch schneller bin, weil ich möchte im Herbst nochmal richtig schnell einen Marathon laufen. Das ist so mein Ziel meines aktuellen Trainings und dafür trainiere ich so clever wie möglich. Dafür brauche ich nicht mehr Muskeln. Ich brauche vielleicht eine bessere Athletik, natürlich, ja, darüber können wir auch nochmal reden. Aber ich brauche vor allen Dingen die Fähigkeit, die Energie, die mir zur Verfügung steht oder die Quellen der Energie effektiv zu nutzen. Und da habe ich jetzt drei Energieträger. Ich habe die Eiweiße, das sind die Muskeln, die will ich gar nicht anzapfen. Dann habe ich die Kohlenhydrate und ich habe die Fette. Und mit denen muss ich gut haushalten. Und je länger die Distanz ist, ja, Marathon, also die längste Distanz, die ich zurzeit laufe, umso effektiver muss das Training sein. Denn die Kohlenhydratspeicher, die sind ja bekanntlich sehr klein, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und die Fettspeicher, die sind selbst bei so einem dürren Kerl wie mir relativ groß. Das heißt, diese Kohlenhydrate müssen bis zur Ziellinie reichen bei meinem Herbstmarathon. Und das reichen die insbesondere dann, wenn ich vorher schon auf diesen 42 Kilometern gut auf die Fette zurückgreifen kann. Und der Körper es schafft, aufgrund dieser Fette daraus Bewegungsenergie, sogenanntes ATP, zu erzeugen.
Nochmal, die Kunst des Trainings ist es, den Energiestoffwechsel zu optimieren, so dass wir mit unseren Depots, mit den Glykogendepots, die in den Muskelzellen vor allen Dingen sind und in der Leber, aber in den Muskeln wollen wir als erstes anzapfen, und den Fetten, dass wir damit genug Bewegungsenergie erzeugen. Jetzt haben die Wissenschaftler festgestellt, und wir im Laufcampus-Trainer haben das in der Laufcampus-Methode sehr präzisiert, dass je niedriger eine Belastung ist, also die Intensität ist, je niedriger der Herzschlag ist, dass auf der einen Seite dann der Körper die Fähigkeit hat, mehr Fette in Bewegungsenergie umzuwandeln, weil er dafür, für die Fettverbrennung braucht er Luft, braucht er Sauerstoff. Deswegen aerob trainiert man dann. Aber das ist das eine. Das heißt, je niedriger die Herzfrequenz ist, umso größer ist der prozentuale Anteil an Fetten, die man in Bewegungsenergie umwandelt. Ja, das heißt, langsam können wir auch 2, 3, 4, 5 Stunden joggen. Schnell auf keinen Fall. Das ist einfach eine Frage der Energie. Und Fette können wir dann in Bewegungsenergie umwandeln. Aber nicht nur das, wir wollen ja schneller werden. Und das ist, und das Besondere daran ist, an diesen niedrigen Intensitäten oder beziehungsweise an der Trainingssteuerung ist, dass wir nicht nur sagen können, wenn ich schnell laufe, brauche ich Kohlenhydrate und Fette. Wenn ich ganz langsam laufe, brauche ich weniger Kohlenhydrate, aber mehr Fette. Wir können auch einen Trainingseffekt erzeugen. Und einer der gewünschten Trainingseffekte ist es, dass wir die Kraftwerke, die Mitochondrien, die in den Muskelzellen sind, dass wir die größer machen können und dass wir die vermehren können. Die Kraftwerke, die Mitochondrien. Was geschieht mit diesen Mitochondrien? Ihr habt das vielleicht schon 2, 3 Mal gehört. In diesen Mitochondrien funktioniert der Energiestoffwechsel. Das heißt, je mehr Kraftwerke ich habe, je größer die Kraftwerke sind, umso einfacher ist es für mich, aus Fette in Bewegungsenergie umzuwandeln. Nun, was hat das mit der Herzfrequenz zu tun, unserem eigentlichen Thema? Wir haben ganz klar definiert in der Laufcampus-Methode, dass es Bereiche gibt wie LDL, langsamer Dauerlauf, wie MDL, wie mittlerer Dauerlauf, und SSL, der langsamste Dauerlauf, wo man diesen Effekt, dass ich werde ein besserer Fettverbrenner, dass ich das ganz besonders gut trainieren kann. Das heißt, je langsamer ich laufe, je niedriger die Intensität ist, umso größer ist dieser Effekt. Umso größer ist dieser Effekt. Und wenn ich das auch noch lang mache, so lang und so langsam wie möglich ist unsere Empfehlung, umso größer ist mein Trainingseffekt. Das heißt, es geht wirklich darum, mit der Uhr herauszufinden, in welchen Pulsbereichen, in welchen Herzfrequenzbereichen trainiere ich gerade. Und wenn ich meine Herzfrequenzbereiche kenne und diesen zugeordnet einem gewissen Effekt, und nochmal, alles was MDL, LDL oder SSL ist, also die vom mittleren zum langsamen zum Supersauerstofflaufbereich, ja, das sind die Trainingszone, die diese Fettverbrennung am besten trainieren. Und nochmal, wer eine bessere Fettverbrennung hat, der kann nicht nur länger laufen, der kann auch schneller laufen, weil die Kraftwerke bleiben ja. Das heißt, auch wenn ich irgendwann mal schnell laufen muss, wie beim 10er, beim 5er, beim Halbmarathon oder auch beim Marathon, sind die Kraftwerke immer noch da, die machen auch immer noch einen guten Job. Das heißt, ich kriege mehr Bewegungsenergie. Mehr Bewegungsenergie heißt, ich kann schneller laufen. Voraussetzung ist, ich habe diesen Energiestoffwechsel trainiert. Und das funktioniert nun einfach mal nirgendwie präziser als mit dieser Herzfrequenz, die ja ganz klar auf der Uhr ablesbar zeigt, wie jetzt gerade meine Belastung ist und mir signalisiert, wenn ich die richtigen Trainingsbereiche kenne, in welchen Effekt des Trainings gerade habe. Aber jetzt ist die Frage natürlich die, wie ermittle ich meine Trainingsbereiche? Möglicherweise habt ihr es gesehen, mein letztes Posting vor diesem hier war ein Screenshot von dem Roland aus Meerbusch bei Düsseldorf, der heute Nachmittag noch zur Leistungsdiagnostik kommt. Ich nehme so einen Leistungsdiagnostik-Kunden gerne am Tag an, und der war eben heute Nachmittag da. Und der kam zum Wiederholungstest. Der war, glaube ich, nach 11 oder 12 Wochen wieder da, weil sein Ziel es ist, in Düsseldorf einen besseren Marathon zu laufen. Der hat schon 4, aber der 5. soll ein bisschen besser werden. Und aufgrund dieser Leistungsdiagnostik hat er von mir
noch nicht mal einen Trainingsplan gekriegt. Nein, der hat sich einfach einen von diesen Trainingsplänen aus dem Netz gezogen, von mir, wohlgemerkt, aber kein großes Geld investiert. Wir reden da von 4 Euro. Aber er hat investiert in die Ermittlung der Trainingsbereiche, weil wir eben eine Leistungsdiagnostik gemacht haben durch Laufbahnstufentest. Ja? Und da ist es ein Ziel, zum Beispiel die maximale Herzfrequenz zu ermitteln. Weil die ist genetisch bedingt bei jedem anders. Das muss man nicht durch Laufbahnstufentest machen. Das kann man auch in einem Selbsttest machen, indem man mal so 3 Minuten im Berg volles hochläuft oder mal 1000 Meter richtig Vollgas gibt. Also man, durch eine Endbelastung, eine maximale Belastung, kann man auch seine maximale Herzfrequenz ermitteln. Aber die ist für die Laufcampus-Methode einfach mal wichtig, um die individuellen Bereiche zu ermitteln. Also, wir Laufcampus-Trainer gehen davon aus, dass wenn wir die maximale Herzfrequenz kennen, dass dann unsere Trainingsbereiche funktionieren. Und diese Trainingsbereiche heißen dann zum Beispiel, ich höre gerade, dass das Bild unscharf wird. Es tut mir leid, vielen Dank für die Information. Ich weiß nur nicht, was ich da machen kann. Ich gucke mal gerade, gibt es jetzt ein bisschen besser oder ich schaue mal gerade, ob ich irgendetwas anderes machen kann. Einen Augenblick, ich mache mal eine andere Quelle aus. Nein, hier ist nichts an. Gib mir nochmal, läuft es jetzt besser? Sonst laufe ich jetzt einfach mal weiter. Jetzt muss ich mal diesen Faden. Wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir die maximale Herzfrequenz kennen, dass dann wir auch, prima, dass dann auch wir die Trainingsbereiche definieren können. Also der langsame Dauerlauf geht zum Beispiel von 71-75% der maximalen Herzfrequenz. Und der mittlere Dauerlauf hat etwas anderes. Okay. Und der SSL hat auch andere Bereiche. Das könnt ihr alles nachlesen auf der Laufcampus-Internetseite. Und diese maximale Herzfrequenz ist genetisch bedingt bei allen anders. Diese ganzen Faustformeln, egal wie sie heißen, die stimmen manchmal. Aber aus meiner Beobachtung gerade mal bei jedem Fünften. Das heißt, bei den 50, die gerade live dabei sind, ja, funktioniert es bei 10 und bei 40 möglicherweise nicht. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen, die ich kenne, die frustriert sind. Die sagen, boah, mit der Uhr, die piepst die ganze Zeit, ich habe da mal mit trainiert, aber nee, das bringt ja doch nichts. Und dann laufen die nach Pace und diese Pace ist ja nur, oder nach Geschwindigkeit, ist ja nur eine Momentaufnahme. Wenn ich mich verbessere, verändert sich die ja. Diese individuelle Herzfrequenz muss man individuell ermitteln. Ein schönes Beispiel ist wirklich, dass ich mal erlebt habe bei 2 Zwillingspärchen. Am deutlichsten war es bei Ruth und Birgit aus Solingen, wo die eine einen Maximalpuls von 200 hatte und ihre gleich alte Schwester, sonst wären es ja keine Zwillinge, hatte einen Maximalpuls bei 170. Und wenn ich jetzt einfach nur mal annehme, 70% von 170 und 70% von 200, da kommen ganz andere Trainingsempfehlungen raus. Das heißt, die Laufcampus-Methode funktioniert nur. Die Trainingspläne von Laufcampus funktionieren nur, wenn man seine individuelle maximale Herzfrequenz kennt. Und da hilft es nichts, die muss man ermitteln. Vergesst mal alle Faustformeln, egal, ich höre immer zu, mal was Neues, aber die Cavorni und dieses und jenes, vergesst es. Braucht mir nicht, lauft mal so schnell ihr geht oder leistet euch bei irgendeinem Laufcampus-Trainer mal eine Diagnostik und dann kriegt ihr diese tatsächlich errechnet. Und dann funktioniert das. In diesem Zusammenhang lasst uns noch ein paar Werte mal besprechen. Es gibt so ein paar Begriffe, die solltet ihr kennen. Es gibt diesen Maximalpuls und der ist individuell, der individuelle Maximalpuls. Meine Beobachtungen haben gezeigt, dass je talentierter oder je besser ein Sportler ist, also wenn ich jetzt an Jan Frodeno denke oder wenn ich an Dieter Baumann denke oder bei manchen, weiß ich es, dass die einen hohen Maximalpuls haben. Das heißt, möglicherweise die Fähigkeit des Herzens hochzuschlagen ist möglicherweise eine Talentsache. Ja? Maximalpuls ist etwas, was bei jedem Menschen unterschiedlich ist und irgendwo maximal da ist. In der Regel kann ich den nicht verändern, höchstens durch Trägheit oder ich kann ihn mir zurückholen. Es gibt aber andere Werte, die kann ich verändern, und zwar einen Belastungspuls
und den niedrigsten Belastungspuls, den wir kennen, den Ruhepuls. Fangen wir mit diesem Ruhepuls an. Der Ruhepuls ist der Belastungspuls in Ruhe. Sprechen wir nochmal von Jan Frodeno, der einer der besten Ausdauersportler zurzeit weltweit. Ja, Ironman-Sieger, und jetzt habe ich, glaube ich, gelesen, 70.3 hat er wieder gewonnen in Kanada. Es ist einer der absoluten Cracks der ganzen Welt. Von dem habe ich mal gelesen, nicht nur, dass er bis 210 kommt, maximal, sondern dass der auch einen sehr niedrigen Belastungspuls, Ruhepuls hat von 32. Von 32. 32 Mal muss sein Herz pro Minute schlagen, um den Körper mit Energie zu versorgen. Der Ruhepuls ist ein Belastungspuls in Ruhe. Und je fitter jemand ist, je besser er drauf ist, je besser die Fitness ist, umso weniger oft muss das Herz schlagen. Im Vergleich dazu, bei Menschen, die offensichtlich oftmals keine gute Fitness haben. Ja, offensichtlich meine ich, wenn einer stark übergewichtig ist, dann sieht man, der ist nicht in seinem Best Shape, ja, nicht die beste Figur. Und dann kann es durchaus sein, dass der einen Ruhepuls von 70, 80, 90 hat. Ja, wenn das richtig schlecht ist. Und wir hier vielleicht, die wir jetzt miteinander gerade online sind, vielleicht haben wir im Durchschnitt einen Ruhepuls von 50 bis 60, vielleicht 55 bis 60, weil hier sind bestimmt ein paar dabei, die sind super, besser drauf als ich, und ein paar, die sind vielleicht nicht so gut drauf sind wie ich. Ich habe so 45 im Augenblick, so ungefähr. Das ist im Augenblick mein Belastungspuls in Ruhe. So oft muss das Herz bei mir schlagen, um es in Ruhe, und ich meine jetzt den Ruhepuls morgens, ja, im Bett, um den Körper mit Energie zu versorgen. Ansonsten, dieser Begriff Belastungspuls ist ein spannender, weil, wie ihr bei der Leistungsdiagnostik seht, das letzte Posting von mir gesehen habt, da habe ich eine Messung gemacht, ich glaube, das ist die mit den Dreiecken, ich habe es jetzt nicht vorliegen, und nach 12 Wochen oder 11 Wochen noch eine Messung gemacht, das ist die mit den Karos. Und da könnt ihr sehen, wenn ihr nach unten denkt, dass die ersten Werte eben von vor 11 Wochen höher waren als unten. Das heißt, ich habe bei einer Belastung, bei einer Geschwindigkeit von 8, von 9,5, was ist dann 11, 12,5, habe ich gemessen. Hallo, wie ist deine Herzfrequenz? Und dann nach 11 Wochen wieder. Und das Training, der Trainingseffekt war der, dass bei gleicher Geschwindigkeit der Belastungspuls gesunken ist. Also einmal war er bei 140 und dann plötzlich bei 130. Das heißt, der Belastungspuls bei einer gleichen Geschwindigkeit ist gesunken. Das heißt, ein Zeichen für ein besseres, effektiveres Herz-Kreislauf-System. Oder wenn ihr euch diese Grafik, wenn ihr euch die nachher mal anschauen wollt, mal nach rechts denkt, die Linie, dann könnt ihr sehen, in einem Pulsbereich wurde dieser Roland aus Meerbusch, wurde der eben um 1 Stundenkilometer schneller. Also in einem Pulsbereich wurde der ungefähr 1 Stundenkilometer schneller. Das ist Sinn und Zweck des Trainings. Ich komme nochmal zusammen. Wir haben den Maximalpuls, den Begriff sollten wir kennen. Und wir sollten ihn mal ermitteln, unseren individuellen. Wir haben den Ruhepuls, das ist der niedrigste messbare Puls und er ist ein Belastungspuls. Das heißt, jeden Belastungspuls kann ich durch Training, durch Effektivität des Trainings, kann ich den verändern. Und der dritte Begriff, hatte ich gerade gesagt, Belastungspuls. Und dann gibt es noch einen, den wir gerne bei Laufcampus nutzen, und das ist die große und die kleine Belastungsreserve. Die große Belastungsreserve ist die Ruhepuls, Jan Frodeno, 32, bis Maximalpuls, Jan Frodeno, vielleicht hörst du ja zu, 210. Also alles, was dazwischen ist, diese ungefähr 170 Schläge, sind seine Belastungsreserve, seine große. Die kleine Belastungsreserve ist die, wo die Laufcampus-Methode ansetzt. Und die Laufcampus-Methode sagt 66%, da fängt der super Sauerstofflauf an, und 100% der maximalen Herzfrequenz. Also dazwischen sollte man trainieren. Alles andere, was da drunter ist, ist dann Spazieren, ist es Wandern und so weiter. Das heißt, je größer diese kleine Belastungsreserve ist gleich bei allen, 66 bis 100% der maximalen Herzfrequenz. Und die große Belastungsreserve, Ruhepuls bis Maximalpuls, die kann ich verändern, weil der Ruhepuls ja ein Belastungspuls in Ruhe ist. Und je fitter wir werden,
umso niedriger ist auch unser Alltagspuls jetzt beim Reden zum Beispiel mit euch oder beim Schlafen natürlich oder beim Spazierengehen oder Treppenarbeit gehen. Also das ist auch noch irgendwie etwas, was wichtig ist. Wann sagt man eigentlich Puls und wann sagt man Herzfrequenz? Herzfrequenz ist tatsächlich die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Und wenn sich dieses Herz, und das messen wir idealerweise mit einem Brustgurt, ja, in diesem Brustgurt sind Elektroden und der Herzfrequenzsensor, den wir, die meisten von uns noch haben, und das ist gut so, die misst eben diese Anzahl der Herzschläge. Aber jeder Herzschlag löst auch eine Blutdruckwelle aus. Und diese Blutdruckwelle kann man als Puls, und die Pulsuhren messen das dann mit LED, mit Leuchtdioden, kann man auch messen. Das ist nicht ganz so präzise wie die Herzfrequenz. Darüber habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, auf Laufcampus nachzulesen. Deswegen bin ich immer noch ein sehr großer Freund davon, weil mit Trainingssteuerung so wichtig ist, die Herzfrequenz tatsächlich zu messen und nicht den Puls. Das heißt, idealerweise sind Puls und Herzfrequenz gleich. Aber nur dann, wenn das Messverfahren super ist. Und aus meiner Beobachtung sind diese schicken neuen Pulsuhren ohne Gurt mit LED-Leuchten noch nicht so präzise, wie es einfach diese jahrelang erprobte Technik der Herzfrequenzmessung tatsächlich ist. Ich habe ja ein paar Spickzettel. Ich gucke nochmal nach, was ich euch unbedingt erzählen wollte. Bleiben wir nochmal dabei. Ich komme nochmal zurück. Ruhepuls, Belastungspuls. Manche sagen, wenn ich jetzt vorstelle, ich hätte einen Maximalpuls von 180, folgt mir jetzt mal gerade. Angenommen, ich habe einen Maximalpuls von 180 und ich bin richtig schlecht trainiert, weil ich vielleicht übergewichtig bin, weil ich Sportanfänger bin, weil ich 20, 30 Jahre nichts getan habe und möchte dann loslaufen. Ja, und ich habe von mir aus 30 Kilo zu viel. Dann kann es sein, dass ich einen Ruhepuls von 90 habe, ganz bewusst. Das heißt, ich habe 90 Ruhepuls und 180 ist ja meine maximale Herzfrequenz. Das heißt, mein Ruhepuls ist 90 von 180, das ist die Hälfte. Das ist schon 50%. Wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, dann ist das Herz ganz, ganz schnell, muss das ganz viel arbeiten, weil ja das Herz nicht leistungsfähig ist, weil du keine Kraftwerke hast in der Muskulatur, weil die Muskulatur nicht darauf eingelegt ist. Das heißt, das ist maximal anstrengend. Unser Puls könnte es durchaus sein, dass der dann schon bei 80% ist, obwohl wir nur ganz langsam laufen. Merke daraus, das heißt, je schwächer ein Athlet ist, je untrainierter er ist, umso schwerer fällt es ihm, in einem niedrigeren Pulsbereich zu trainieren. Bin ich unfit, fit? Bin ich unfit, habe einen hohen Ruhepuls, also einen Puls schon im Sitzen oder im Schlafen und bewege mich dann joggenderweise, dann ist der Puls einfach verdammt hoch. Und wenn dann irgendein Trainer, und in mancher Literatur steht das so, dann sagt, ja, du musst dich gerade ganz am Anfang sehr niedrig belasten mit nur 60%, das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Gerade Anfänger trainieren hochpulsig, und das ist scheißegal, weil Hauptsache, sie bewegen sich. Denn wenn nicht alles effektiv trainiert, also wenn ich hochpulsig laufe, aber mein Energiestoffwechsel wird nicht so gut geschult, aber durch dieses Hochpulsige wird meine Muskulatur, meine Bänder, meine Sehnen, möglicherweise mein Herz trainiert, dann mache ich den ersten Schritt. Und wenn ich dann einfach mal trainiere, dann irgendwann verändert sich dann schon der Belastungspuls. Das heißt, ich kann dann etwas niedrigpulsiger trainieren. Auf der anderen Seite, ein gut trainierter Athlet, einer, der 3, 4, 5 Mal die Woche was macht, ob er läuft oder Rad fährt und so weiter, der kann sich niedrigpulsig belasten. Der schafft es, sich zu bewegen und kommt auf 60 oder 70% der maximalen Herzfrequenz. Der kann das und der kommt auch noch relativ schnell voran. Deswegen, meine Empfehlung ist es, je fitter ihr seid, je besser ihr trainiert seid, umso einfacher fällt es euch, einen niedrigen Pulsbereich zu halten. Was hat das mit der Laufcampus-Methode zu tun?
eine Menge. Viele wissen, dass ich das niedrigpulsige Laufen für besonders wertvoll halte, habe ich auch am Anfang gesagt. Aber wenn du Anfänger bist, dann fange doch das Dauerlaufen im Bereich mittlerer Dauerlauf an. Und das ist 76-80% der maximalen Herzfrequenz. Wenn du ordentlich trainiert bist, dann traue dir doch mal das langsamere Laufen zu. Also das ist dann, jetzt muss ich nochmal ausrechnen, das ist dann 71-75% der maximalen Herzfrequenz. Und wenn du richtig fit drauf bist, dann kannst du sogar dich beim Joggen wohlfühlen, wenn du nur 66-70% der maximalen Herzfrequenz hast. Also merke, je fitter du bist, umso langsamer kannst und darfst und solltest du laufen, weil das besonders effektiv ist. Und je unfitter du bist, umso weniger macht dir ein Kopf um die Pulsbereiche, sondern Hauptsache, du kommst überhaupt ans Laufen und trainierst und setzt die ersten Reize. Und man muss es sich wirklich leisten können, dann überhaupt andere Bereiche für sich selber zu definieren. Das ist total schwer zu verstehen. Ich hoffe, ich konnte es euch erklären, weil viele, man liest das manchmal, ich habe es das letzte sogar in einem Lehrbuch vom Leichtathletikverband gelesen, dass Anfänger gerade sich niedrigpulsig belasten sollen, 60-65%, und ich weiß, Himmel Gott, das schaffen die gar nicht. Ja, wenn die nur an Laufen denken, ist der Puls schon hoch. Und ich meine das nicht respektlos, sondern das einfach, das hat was mit der Fitness zu tun. Das heißt, Anfänger sollten einfach mal laufen, und je fitter sie dann langsam werden, umso niedriger pulsiger können sie laufen, beziehungsweise umso mehr Reize können sie setzen. Und wenn ich mehr Reize setzen kann, wird das der Effekt umso schneller, umso schneller, umso schneller. Das heißt, am Anfang kleine Schritte, und je fitter ich werde, tatsächlich umso größere Schritte, Entwicklungsschritte kann ich tatsächlich auch machen. Ich gucke mal gerade, was ich euch noch mitgeben kann. Faustformeln haben wir darüber gesprochen. Wir haben gesagt, maximale Herzfrequenz kann unterschiedlich sein. Ich habe mit euch über die Pulsbereiche gesprochen. Tempotraining vielleicht noch. Trainiert man eher nach Geschwindigkeit. Beim Tempotraining geht es auch darum, eine Pace zu schulen. Ja? Das Körpergefühl zu schulen. Wie fühlt es sich an? Also dieser Roland, von dem ich eben gesprochen habe, der hat Tempotraining drinstehen im 45er Schnitt. Warum? 45er Schnitt, jetzt aktuell ist sein Marathon-Renntempo. Und da muss er einfach wissen, wie fühlt sich das an. Tempotraining nach Puls macht man in der Regel nicht. Ich habe mit, also das jetzt vielleicht noch etwas, worüber ich mit euch gesprochen habe, warum, also Tempotraining macht man nach Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeitsbereiche, Halbmarathon, Marathon-Renntempo, 10er-Renntempo, das sind immer so zwei Schläge, Differenz, 2-3. Wer dann immer auf die Uhr guckt, der wird verrückt, das macht man nicht. Man läuft tatsächlich nach Pace und gewinnt eine Geschwindigkeit. Ich habe mit euch gesprochen ich gucke auf meinen Spickzettel, über den Zusammenhang von Trainingsstand und Belastungspuls. Das heißt, je besser ich trainiert bin, umso niedriger ist mein Belastungspuls bei einer bestimmten Belastung. Ich habe mit euch darüber gesprochen, dass gut trainierte Menschen einen niedrigeren Belastungspuls haben als schlecht trainierte. Ich habe mit euch über mein Leitmotiv gesprochen, ich wiederhole es nochmal, dass die Kunst des Trainings ist es, den Energiestoffwechsel zu schulen. Ja? Und wer das effektiv machen möchte, der trainiert nach Puls, weil er dann immer weiß, wie arg belastet ist denn mein Herz. Und wenn man die Trainingsbereiche kennt, die Laufcampus-Methode, und man gerade seinen MDL-Bereich oder LDL-Bereich schulen möchte, und dafür schulen möchte, dass man ein besserer Fettverbrenner wird, weil Fette machen ausdauernd, schlank und schnell, dann kann man das besser da ablesen als an der Geschwindigkeit. Ich habe mit euch nochmal darüber geredet, was niedrigpulsige Läufe bringen. Eine Verbesserung der Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Je mehr Sauerstoff ich aufnehmen kann, umso einfacher gelingt es, mit Hilfe von diesen Kraftwerken Fette in Bewegungsenergie umzuwandeln. Eine Vergrößerung der Mitochondrien, eine Vermehrung der Mitochondrien. Das heißt, das Ergebnis ist insgesamt eine bessere Fettverbrennung. Und die Folge, dass man langer und schneller laufen kann. Worüber habe ich noch mit euch geredet? Ich habe mit euch geredet, wie man die Herzfrequenz misst, indem man einen Maximalpuls tatsächlich macht. Entweder Ausbelastung selber oder in Form von einer Leistungsdiagnostik, wer sich leisten kann. Und ich meine, das hat etwas mit Geld ausgeben zu tun, kostet ungefähr so viel wie eine Uhr. Ja? Der sollte sich mal eine Leistungsdiagnostik
leisten, weil auch wenn das Laufband das Tempo vorgibt, ist es einfacher, an seine Grenzen zu gehen, als wenn man sich selber quälen muss und läuft jetzt zum Beispiel den Berg hoch. Weil es ist wirklich einfacher, wenn das Band einfach das Tempo vorgibt und man läuft nur mit und nebenan steht ein Diagnostiker und sagt, du siehst gut aus, geht noch eine Stufe und man sagt, ja, das schaffe ich noch. Es ist einfacher. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, man kriegt ja noch andere Werte wie Laktat und aus dem Laktat kann ich eben ablesen, das macht die Ausdauer sichtbar, wie der Energiestoffwechsel gerade gestellt ist. Und wenn die Laktatkurve sich nach unten und rechts verschiebt, so wie unten in diesem Beispiel von dem Roland von heute, dann weiß man, dass das Training effektiv ist. Also Herzfrequenz ermitteln, entweder berghoch laufen, so schnell es geht, oder mal einen LC1000 machen, einen Maximalpulstest über 1000 Meter, bei irgendeinem Laufcampus-Trainer sehr gerne, am liebsten auch bei jemandem, den ich ausgebildet habe, eben als Leistungsdiagnostiker. Ja, wie messe ich die sonst so mit Pulsmessung? Wir haben eben gesprochen, Pulsuhren oder Herzfrequenzmessgeräte. Ich bin ein Freund der klassischen alten Herzfrequenzmessung, weil die einfach saupräzise ist. Muss man sich einfach nur drüber überlegen, ja, hier diese Uhr, die kann auch die Herzfrequenzvariabilität messen. Eine Pulsuhr, die einfach Leuchtdioden hat, nicht. Und wenn ich die Arme bewege, dann ist die Puls, ist die Anzeige immer noch gut. Das heißt, ich bin ein Freund davon, so optimal wie möglich die Messung zu machen. Und selbst wenn ich eine Uhr habe mit Handgelenksmessung, so kann man trotzdem einen Brustgurt koppeln. Und das macht Sinn für die ganz besonders wichtigen Einheiten, wie zum Beispiel einen langen Dauerlauf, weil der sollte stimmen, der sollte effektiv sein. Das ist die wichtigste Einheit, die wir überhaupt haben in der ganzen Woche. Und wenn wir dann den Effekt garantieren, weil wir lang und langsam laufen und die Herzfrequenz tatsächlich einhalten, die Korridore, dann lohnt sich unser Training umso mehr. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt, was ich euch sagen wollte. Ich schaue jetzt nochmal schnell, warum das Herz schneller schlägt, habe ich euch erklärt. Vegetatives Nervensystem gibt Impulse und wir können eben sehen, je höher das Herz, je Anschlag ist, umso mehr muss es sich anstrengen, umso mehr Energie wird gebraucht, umso mehr Kohlenhydrate wird verbrannt und umso weniger Fett. Das heißt auch, umso geringer ist der Erfolg der Vermehrung und Vergrößerung der Mitochondrien, halt des Energiestoffwechsels. Ja, ich glaube, ich habe euch alles erzählt, was ich euch erzählen wollte. Das heißt, ich könnte jetzt mal atmen zum Atmen kommen und möglicherweise mal auf eure Kommentare gucken, ob ihr noch Fragen habt. Habt ihr noch eine Frage? Wollt ihr mir noch eine Frage stellen? Ja, also ich halte das Thema für wichtig, interessant. Es ist das Schlüsselthema und es ist das, was unsere Trainer erfolgreich macht, weil uns Trainingssteuerung so wichtig ist. Und wer seine Pulsbereiche kennt, wer seine Herzfrequenzbereiche kennt, der muss auch nicht immer nach einem Laufcampus-Trainingsplan trainieren. Der kann auch andere Trainingspläne mal nehmen, die einen neuen Reiz haben oder sich mal einen individuellen machen kann. Aber der Schlüssel geht, dass man einfach Verständnis hat, was trainiert man und dass man seine individuellen Bereiche kennt. Vielen Dank, Benjamin, für das Dankeschön. Das ist der letzte Kommentar, den ich jetzt gerade sehen kann. Der Peter sagt, komme mit 64 noch auf einen 180, mache ich das ganze Jahr Training. Ich kann jetzt leider die komplette Frage nicht lesen. Ich versuche es mal gerade trotzdem. Hast du da im Winterskating, ich komme mit 64 noch auf Maximalposition 180? Das kann sein. Ich habe jemanden hier zur Diagnostik gehabt, das letzte, der war 50 und der kam bis 207. Nehmen diese maximale Herzfrequenz ist etwas genetisch Bedingtes, das heißt, das kriegst du in die Wiege gelegt und das ist ein Geschenk der Natur. Dieses Geschenk der Natur, die Leistungsfähigkeit unseres Herzens, die kann ich verlieren durch Trägheit. Aber ich kann mir die maximale Herzfrequenz auch wieder zurückholen, dieses Geschenk der Natur, indem ich trainiere, indem ich laufe, aber auch schon mal das Herz fordere, zum Beispiel durch Intervalltraining, durch Fahrtspiel, durch maximale Herzfrequenz. Möglicherweise hast du eine tolle Veranlagung, dass du eben eine hohe Herzfrequenz hast. Dann nutze sie und nutze die Trainingsbereiche. Und ein anderer wie ich habe es ja festgestellt, ich habe es mal
in meinem Vortrag über HIT erzählt, ich hatte eine hohe Herzfrequenz lange von 185, dann habe ich aber nur lange Läufe trainiert, weil ich Marathonsammler war und 2 Jahre lang kein Tempotraining gemacht und dann habe ich meine maximale Herzfrequenz verloren. Inzwischen habe ich sie wieder. Ich habe sie wieder erlangt. Aber warum? Weil ich mein Herz trainiert habe und durch Intervalltraining, durch HIT-Training und wenn ich mein Herz fordere, dann reagiert es wie ein anderer Muskel, wie ein Skelettmuskel. Es wird größer, es wird kräftiger, es wird leistungsfähiger. Ein Sportlerherz stellt sich ein. Ich habe mir die maximale Herzfrequenz zurückgeholt. Und das ist auch eine richtig schöne Botschaft für euch. Ihr könnt euch die Leistungsfähigkeit zurückholen, indem ihr einfach so trainiert. Ich sage zu Intervalltraining auch gerne, unsere Trainer wissen das, Krafttraining fürs Herz, das ist richtig gut und das ist leistungsfähig. Ob ich bestimmte Fette empfehle, ich weiß nicht, was du meinst, Sandra. Ich habe über Fettverbrennung gesprochen, nicht von der Ernährung. Und über Ernährung ist ein anderes Thema. Das heißt, wir trainieren die Fettverbrennung und zwar die, die wir tatsächlich an Depots tatsächlich haben. Ja? Nun, habt ihr sonst noch Fragen zum Thema Training, Trainingssteuerung, Herzfrequenz? Übrigens, Marc, schön, dass du auch dabei bist. Hab gerade gesehen, deinen Namen aufpoppen sehen. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten bin ich nämlich eigentlich durch mit einem Thema. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr auf die Laufcampus-Seite geht, da gibt es ja diesen Blog und dafür schreibe ich Artikel. Und da gibt es diesen Blog-Artikel, der heißt Puls und Herzfrequenz. Ich habe mir hier als Spickzettel selber ausgedruckt. Da habt ihr das Ganze nochmal in Stichworten auch für euch nochmal zusammengefasst. Und dann aktuell Manager Magazin, da habe ich das Ganze nochmal ausformuliert. Mal gucken, ob ich da jetzt noch was sehe. Der Jochen, macht es Sinn, bei langen Läufen im letzten Kilometer Marathon-Renntempo zu laufen? Ja, Jochen, schön, dass ich die Frage noch gesehen habe. Aber da geht es weniger um das Fettstoffwechseltraining, mehr für die Birne, für das Selbstbewusstsein, für die Athletik. Man stelle sich vor, du machst einen 3-Stunden-Lauf, lieber Jochen. Ja, machst einen 3-Stunden-Lauf und du machst 150 Minuten Training im LDL-Bereich, im langsamen Dauerlaufbereich, also 71-75% dieser maximalen Herzfrequenz, dann hast du 2,5 Stunden einen geilen Effekt. Wenn du dann 3 Kilometer dein Marathon-Renntempo läufst, in der Vorbereitung auf den Marathon, das funktioniert natürlich in der Vorbereitung auf Halbmarathon auch mit einem anderen Tempo, dann beweist du dir, was du für ein cooler Typ bist. Dann beweist du dir, dass du das noch laufen kannst. Du stellst fest, boah, das ist ganz schön heftig. Und nach diesen 3 Kilometern kannst du auslaufen, weil Auslaufen der Beginn der Regeneration ist, das Laktat wird abgebaut und du bist einfach nur stolz. Ich nenne das deswegen wegen dieser Optimierung dieses Trainingseffektes, nennen wir das Oh-la-la, den optimalen langen Lauf. Ja, also Oh-la-la, optimaler langer Lauf ist genau das, Jochen, glaube ich, hieß du, der das gefragt hast, was du beschrieben hast. Langer Lauf, am Schluss eine Endbeschleunigung, aber dann 2-3 Kilometer in dem Tempo, auf das man gerade hintrainiert. Ja? In einem Halbmarathon zum Beispiel, angenommen du machst einen 2-Stunden-Lauf in der Vorbereitung auf einen Halbmarathon, funktioniert das Ganze auch. 1,5 Stunden so lang und so langsam wie möglich. Dann 3 Kilometer im Halbmarathon-Renntempo, nimm das auf, vergiss die Anzeige, ob Pulsuhr oder Herzfrequenzuhr und dann läufst du einfach deinen Schnitt und den hältst du ein. Und dann die letzte Viertelstunde auslaufen und denken, boah, das war aber hart. Ja? Das geht auch ins Unterbewusstsein auf. Jeder von uns kennt die Situation beim Halbmarathon oder Marathon, wo es dann plötzlich irgendwie zäh wird, wo du eigentlich nicht mehr laufen willst. Und wenn du dann in deinem Kopf hast, eine Erinnerung an die optimalen langen Läufe im Training, wo du dann am Schluss nochmal Gas geben konntest, das macht uns stark. Aber das ist eher Training für das Selbstbewusstsein und deswegen eine wertvolle Abrundung, aber es hat weniger was mit Energiestoffwechsel zu tun. Okay? Habt ihr noch eine Frage? Hallo Nadja, schön, dass du auch dabei bist. Hallo Achim. Eure Namen sehe ich gerade, werden mir gerade eingezeigt. Habt ihr noch eine Frage? Sonst würde ich sagen, lasst uns Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, hätte ich gerne ein Like und ein nettes Wort oder gerne auch ein Teilen, wenn ihr Läufer habt, für die das auch interessant ist. Und ansonsten noch der Hinweis, wir haben ja nicht nur die Marathonläufer unter uns, sondern auch die Firmenläufer. Ihr wisst, ich bin ein Partner auch von B2Run und B2Run hat auch viele Anfänger dabei, die über 5, 6 und 7 Kilometer laufen.
und mache ich morgen nochmal eine offene Trainerstunde, wo ich aber nur zuhöre, eure Fragen beantworte. Das heißt, gleich kündige ich die, Trainerstunde an. Hey, vielen Dank, Paulus. Vielen Dank für den starken Vortrag. Sehr, sehr nett, dass du das schreibst. Wenn es dir gefallen hat, ein Like oder ein Teilen oder mal einen Kommentar auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich darüber sehr. Ja, also ich lese das dann alles. Chris, vielen Dank für deinen Top. Und ich habe einen anderen Chris eben gesehen, den Chris Korn. Dir auch ein Dankeschön. Gisela hat mir erzählt, wir sehen uns bald oder irgendwann schon wieder wieder und das 2 Wochen lang. Jasmin Togliatti, klasse, auch eine Laufcampus-Trainerin. Und ich finde das so schön, dass Laufcampus-Trainer wie die Jasmin zum Beispiel sich das auch immer mal wieder anhören, um das Ganze aufzufrischen. Und ja, Sabine, machet gut. Also das heißt, ich mache jetzt Schluss. Vielen Dank nochmal für euer Interesse, dass ihr mir ja eine Dreiviertelstunde geschenkt habt am Champions League-Abend. Ja, und bis bald. Alex, schön, auch eine Laufcampus-Trainerin aus Euskirchen. Also macht es gut. Michael, mein Freund, dir schicke ich gleich ein Foto. Du wirst dich freuen. Bis dann. Tschüss, Michael. Ciao.